Ja, hallo, herzlich willkommen jetzt endlich hier zu dem, naja, schon etwas länger angekündigten Karrieremodus. Und wie ihr jetzt schon seht, wir machen einfach mal einen Karrieremodus. Nicht mit Köln, nein, noch nicht mit St. Pauli. Doch, mit St. Pauli! Ja, einfach, ja, die Zeit war eigentlich viel zu kurz, um jetzt eigentlich ein geiles, boah, wir machen mit St. Pauli Special zu veranstalten. Denn wie ihr wisst, oder wie einige von euch wissen könnten, bin ich Hamburg-Fan. Und das ist eigentlich nicht so alltäglich, dass man jetzt, ja, St. Pauli nimmt. Wir gucken uns mal kurz unsere Einstellung an. Läuft alles perfekt. Ja, während das Ganze lädt, haben wir noch ein bisschen Zeit zu quatschen und während ich das sage, ist die Zeit dann schon fast wieder vorbei. Ja, also Karrieremodus endlich mehr mit St. Pauli. Ich jetzt Hamburg-Fan habe damit kein Problem, denn ich mag den Verein eigentlich wirklich und das ist im Prinzip dazu so ein kleines Friedensangebot für alle St. Pauli-Fans da draußen. Also wenn ihr St. Pauli-Fans kennt, dann tragt es in die Welt hinaus. Man sagt, dass dieser Krieg vorbei sein muss, denn es sind so viele Menschen dabei gestorben. Nein, jetzt mal wieder wird hier mal Tacheles geredet. Wir sind jetzt schon am ersten Tag der Karriere. Es gibt nicht wirklich viel zu sagen. Wichtig ist da vor allem, dass ihr mir dabei hilft. Also wir werden heute hier schon in der Folge ein paar, also was heißt ein paar, gut Transfers vorbereiten. Aber wichtig ist noch eure Hilfe dabei, denn ohne euch geht nichts in dieser Serie. Ich will Spielervorschläge von euch haben. Und ich kann euch jetzt auch gleich mal kurz sagen, auf welche Positionen Spieler gut wären. Also, ne, schreibt mir einfach für jede Position. Denkt einfach Spieler, die gut sind, haut's einfach rein. Ich koordiniere gerade nochmal eine Aufstellung, die ich dann gleich wieder verwerfen werde, weil sie mir dann doch nicht gefallen hat. Also, beruhigt euch mal kurz. Das kann jetzt eine Weile dauern hier im Hintergrund. Ich rede einfach mal ein bisschen drüber. Wie gesagt, schreibt mir Spieler, die unbedingt in die Karriere sollen oder sehr gut sind oder sehr gut wären, in die Kommentare, denn das, ja, macht eigentlich so einen Karrieremodus auf YouTube aus, dass ihr mitentscheidet, welcher Spieler zu uns kommt. Kaderplanung generell werdet ihr gleich noch sehen, welche Spieler kommen und danach werdet ihr noch sehen, welche gehen sollen. Und es wäre am besten, ihr seht gleich mal meine Formation, wie sie dann richtig ist. Hier, so, ungefähr so wird sie aussehen, so, ja, so, ja, so ungefähr wird sie aussehen. Also eigentlich ein 4-3-3 mit zwei defensiveren Parts, einem offensiveren im Mittelfeld. Ja, das ist ungefähr unsere Formation dann. Also wäre es gut, wenn ihr dazu dann irgendwas mal reinschreiben würdet. Unsere erste Verpflichtung soll Serge Gnabry von Arsenal London werden. Ein ziemlich geiles Talent. 17 Jahre, glaube ich, ist auch. Er ist 17, 18? 17, 18, wenn wir es gleich sehen, wäre das 1000 Jahre alt. 17. Ne, ist ziemlich schnell, ziemlich dribbelstark. Hat auch einen guten Schuss. Also hat gutes Talent eigentlich. Wir versuchen das mal natürlich einfach nur auszuleihen, denn wir haben nur 1,5 Millionen. Ja, ihr werdet ja auch in der Folge euch in den Kommentaren beschweren können. Oh Digga, wie gehst du mit dem Geld um? Du hast doch eigentlich gar kein Geld und du verschwendest es ohne Ende. Das ist ja nicht mehr feierlich. Was machst du eigentlich da für eine Scheiße? Ja, das ist gut möglich. Ja, wir werden aber noch auf jeden Fall Spieler verkaufen und das soll dann zumindest ein bisschen was reinbringen. Ja, doch jetzt Spieler drin, die ich versucht habe zu finden, aber einfach nicht gefunden habe. Also ich benutze, ich habe mir dafür entschieden, weil der Karrieremodus auf der PS3 einfach echt ziemlich heftig leckt, wenn du im Menü bist, nicht das Transfernetzwerk zu benutzen. Das ist mir einfach zu blöd. Ich benutze lieber die Seite SoFIFA, für den Karrieremodus. Da steht immer drin, wie alt die Spieler sind, was für ein Potenzial die sogar teilweise haben können, tun, machen, generell. Deswegen. Das geht einfach schneller, weil sonst leckt es hier die ganze Zeit rum und wir haben nichts davon und na. Das ist auch der Grund, warum ich übrigens vorspule und euch nicht einfach nur die wichtigen Szenen zeige, denn ja, es dauert einfach ziemlich lange. Hier holen wir uns dann zumindest schon mal, wollen wir uns den nächsten Linksverteidiger holen und zwar ist das Declan John. So, also wir stellen noch meistens eigentlich nur Anfragen bisher. Als anderen Linksverteidiger Alternative wollten wir uns dann Guerrero holen, aber ich zeige euch einfach nochmal die Szene, wie wir Declan Johnson holen, denn wie wir einfach so, guckt euch das an, diese Technik, wie ich ihn einfach anfrage. Sensationell. Ihr werdet auch sehen, ich habe keine Ahnung im Prinzip erstmal am Anfang gehabt, als ich mir die geilen Spieler rausgesucht habe, auf welcher Position wir wirklich Bedarf haben. Ich habe einfach erstmal nur Spieler rausgesucht. Ich weiß, dass unsere Verteidigung nicht so gut sein soll, also vergleichsweise nicht so gut. Deswegen wollte ich da auch in jeden Fall investieren, aber ich habe natürlich mehr wieder in der Offensive was rausgehauen, weil die Offensive einfach viel cooler ist. Hier holen wir uns dann zumindest, nein, wir holen uns erstmal nicht so, sondern wir stellen nur Anfragen. Erstmal zu Menno Koch und jetzt soll zu Alan Ayeti die nächste kommen. Ja, zwei junge Innenverteidiger sind eigentlich ganz gut. Meiner Erfahrung nach, Alan Ayeti hat ja auch schon früher immer einen Karrieremodus, Karrieremodi, glaube ich, ist richtig, geholt. Und der ist eigentlich ziemlich geil geworden. Jetzt holen wir uns einer meiner Lieblingsspieler in jedem Spielmodus in FIFA. Und zwar ist es Jean-Marie Dongu Tsafak, der Kameruner von Barcelona B.
Ich liebe den einfach. Habt ihr auch schon in der BSG World Glory gesehen. Da hatten wir ihn im Bronze-Silber-Team. Da ist er ziemlich eskaliert. Ziemliche Pace-Hure. Nicht der Körperstärkste und so. Aber ich spiele sowieso nicht auf Flanken. Deswegen so eine Kante im Sturm will ich sowieso nicht unbedingt verpflichten. Also eine wäre gut, dass wir halt mal irgendwas erzwingen können. Aber sonst so wirklich darauf spielen tue ich nicht. Was ist denn noch wichtig? Boah, ich weiß nicht. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr wichtig findet für den Karrieremodus. Heute wird es doch kein Gameplay geben, erstmal leider, sondern erstmal nur Transfers, und dass ihr echt was in die Kommentare schreibt, denn ich will es einfach echt mit eurem Segen, eurem. Da. Boah, nein, ich. Ja, ihr sollt einfach mehr eingebunden sein. Sagen wir es so. Deswegen ist es echt einfach so wichtig, dass ihr mir irgendwas in die Kommentare schreibt, so Spielervorschläge oder generell oder eine bessere Formation, die ich auch mal ausprobieren soll. Das ist das Wichtige in dieser Serie im Prinzip. So ein Ding. Das heißt, diese Serie soll eine Brücke bilden zwischen Abonnenten und mir. Damit ich euch. Nein, es wird schon wieder verrückt. Ist auch egal. Also schreibt mir echt alles, was ihr für einen Karrieremodus toll findet oder mit dem ihr gute Erfahrungen gemacht habt, in die Kommentare. Ja, hier haben wir einfach den falschen Spieler gefunden, denn ich war zu inkompetent oder die Namenssuche war einfach zu inkompetent. Oder ich und die Namenssuche waren einfach zusammen zu inkompetent. Was eigentlich auch eine ziemlich gute und realistische Alternative war. Deswegen ist es auch ziemlich realistisch. Und ich drehe mich schon wieder im Kreis ohne Ende. Aber ist eigentlich nicht so wichtig. Noch irgendwas Wichtiges. Nee, ich weiß echt nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Es geht echt einfach nur ums Transfer, damit ihr seht, was hier so alles passiert. Ja, und halt um mehr soll es auch nicht gehen. Also ihr sollt einfach nur wissen, was ich bis jetzt so getan habe oder halt auch noch nicht getan habe. Und dann will ich jetzt, um es nochmal zum 10.000. Mal zu sagen, damit ihr mir irgendwas in die Kommentare schreiben könnt. Und ich jetzt suche halt auf die billigste Art und Weise den Spieler und drehe mich dabei draußen mal im Kreis und stelle dann doch fest, dass es nicht das linke, sondern das rechte Mittelfeld gewesen ist. Ja. Ich bin so inkompetent einfach nur in dem Spiel. Aber ich habe auch echt einfach todeslange keinen Karrieremodus mehr gespielt. Deswegen wird es auch mal wieder Zeit, dass wir den jetzt so spielen. Und ich habe im Prinzip noch absolut gar nichts zu den Spielern gesagt, die ich einfach vorhabe zu verpflichten. Da ein oder andere von euch könnte den einen oder anderen Spieler auch, also wie gesagt, aus Ultimate Team kennen. Muss aber jetzt nicht zwingend der Fall sein, was bei mir auch nicht wirklich der Fall war, weil manchen Spielern habe ich gedacht, wow, yeah. Du bist gut oder du könntest gut sein. Und ihr werdet habt auch schon, ja, ihr werdet oder ihr habt wahrscheinlich auch schon bemerkt, dass ich eher so auf die jüngeren Spiele abziele. Und ich meine auf die jüngeren Spieler dann so U21 wahrscheinlich. Also ich glaube, ich habe echt so, ich habe nur junge Spieler geholt. Aber ja, wir haben generell schon einen sehr jungen Kader, aber ich bin halt auch so einer, der echt nur heftig auf junge Spieler geht. Jetzt hier der nächste junge Spieler mit Gold soll kommen. Ja, was ich kann mal anfangen über Gold einfach mal was zu sagen. Hat ein Five-Star Weakwood, ist 17 Jahre alt, ist ein ziemlich gutes Talent, hat keine Körperstärke, aber ist halt ein ziemlich guter Spielmacher oder kann zumindest mal zu einem werden. Ja, dann haben wir auch mal die ersten Transfer-Sachen geregelt und können dann auch schon mal in den ersten Tag gehen oder dann auf den zweiten springen und sehen, ja, Menno Koch soll nur 400k kosten. Den können wir eigentlich mal, da können wir mal anfragen. Laie 300k, mach doch mal mit. Allerdings, die waren mir da ein bisschen zu teuer. Und Bentaneb eigentlich finde ich auch ein ziemlich geiler Spieler von den Werten her. Ha, denken wir uns auch, holen wir uns auch mal erstmal alles zur Laie. Sowieso erstmal alles generell zur Laie. Ich werde mich auch von den zukünftigen Transferausgaben, die ich da dann hinschreibe, absolut übernehmen. Da mache ich mir nichts vor. Wir werden auch nicht jeden Spieler kriegen. Wir werden auch uns bei weitem nicht jeden Spieler dann nach der Laie, wenn wir den gekriegt haben, holen können. Hier macht dann einen großen Fehler, denn ich gebe einfach, wenn der Käfig dann dazu kriege. Genau. Und dann gebe ich noch trotzdem 800k, was einfach viel zu viel ist für uns. Das kann ich nicht mehr ringen. Aber. Ja, habe ich einfach trotzdem mal gemacht. Hier Bilal Basacioglu. Bilal Basacioglu. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen und habe damit keinem persönlich wehgetan. Was ich aber auch nicht glaube, wirklich. Ja, und im Prinzip geht die erste Folge, in der es eigentlich wirklich nur ums Transfers geht, dem Ende zu. In der nächsten Folge werde ich dann auf jeden Fall eure Vorschläge mit einbinden und vielleicht, wenn wir auch schon das erste Testspiel einfach mal machen, gehe ich einfach mal von aus. Wir haben jetzt noch eine Minute, die ich einfach mal drüber quatschen muss, damit ihr auch alles seht. Jetzt gehen wir nämlich kurz mal zu den Spielerverkäufen. Den Herwagen wollte ich verkaufen, konnte ich aber nicht, deswegen Himmelmann, denn ich brauche eigentlich nur zwei Torhüter. Ja, wir haben nicht wirklich viele Innenverteidiger, deswegen behalten wir die erstmal.
Dann gucken wir mal rechts, Carla. Dass man den kann man ihn ja Innenverteidiger spielen lassen. Man kann ihn Innenverteidiger spielen lassen und deswegen soll Markus Thuram eigentlich ein ziemlich guter Spieler gehen. Aber ist mir dann, ja, ich bin so eine junge Hure. Der soll dann gehen, damit wir Platz für neue junge Spieler haben. Genau, das mache ich eigentlich bei den meisten Älteren, die dann auch nicht viel besser sind. Schindler hat eigentlich ein ziemlich gutes Tempo, aber generell finde ich ihn im Vergleich beispielsweise zu Ratschkowski oder ich weiß nicht, wie man ausspricht, den Ratzatkowski. Oder zu anderen geilen Spielern auch beim linken Flügel. Kann er für mich meiner Meinung nach nicht mithalten und natürlich spielt auch da ein bisschen persönliche Interesse oder Meinung eine Rolle bei mir. Denn ja, ich möchte auch lieber meine beliebten Spieler spielen lassen. Jetzt kann ich mich aber im Prinzip schon mal von euch verabschieden von der ersten Folge vom Karrieremodus. Schreibt mir eure Vorschläge in die Kommentare. Nächste Folge seht ihr dann auch wahrscheinlich schon mal das erste Gameplay. Wir fahren dann weiter mit den Spielern. Und dann sage ich, ja, vorübergehend zumindest. Ciao!